Mario. Leute. Hallo. Ein neues Mario-Spiel, auf das wir uns so freuen werden. Es ist zwar nur die Beta-Version, aber ich bin gespannt, was aus diesem Spiel wohl werden mag. Und wie das fertige Spiel wohl heißen wird. Was sind das für Dateien? Ich glaube, ich lösche hier mal eine. Denn wir wollen jetzt einen ersten Blick auf Super Mario 64 werfen, das voraussichtlich im Jahre 1996 erscheinen wird. Hoffe ich mal. Das ist weltweit erscheint. Na? Wo sind wir denn hier? Ein Wasserfall? Eine Grasfläche? Ein Weg? Und ein Gitterdings, wo irgendwas Blaues drunter ist. Wie mögen wir da wohl hinkommen? Okay. Was finden wir denn hier hinten? Ich würde mal sagen, gar nichts. Also, sonderlich viel zu sehen gibt es hier nicht. Kann man in das Schloss rein? Lass uns doch mal sehen, was hier ist. Oh, unser erster Level. Wow, was für ein tolles Level. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Wollen wir doch mal uns hier umschauen. Was bedeuten diese Zahlen hier eigentlich auf der Tür? Sind das Hausnummern oder was? Oder ist das hier ein Hotel? Was befindet sich hinter dieser Tür? Ein Bild. Was kann man mit diesem Bild machen? Kann man das einschlagen? Nanu, wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht mir nach einem Eisgebiet aus. Und ich höre hier irgendwelche Geräusche. Ein Pinguin. Ein Gegner. Unser erster Gegner. Stirb. Wieso stirbt er nicht? Ist er vielleicht freundlich? Ach, wie süß, jetzt sogar kleine Babys. Und ich kann sie tragen. Aber die kann ich doch töten, oder? Schmeißen wir die doch mal runter. Wieso sterben die nicht? Okay. Oh, unser erster Stern. Ich finde, die sehen gar nicht mal so toll aus. Ich hoffe, sie werden in dem fertigen Spiel besser aussehen. In 3D-Grafik wäre nicht schlecht, denn Papiersterne sind eine ziemlich miese Idee. Oh. Was ist das für ein Level? Und wie habe ich eigentlich gerade diesen Trick gemacht? Autsch. Was befindet sich denn da hinten? Okay. Bringt sie überhaupt was, wenn wir die Piranha-Pflanzen töten? Schauen wir doch mal, was es da hinten zu sehen gibt. Oh, schöne Münzen. Wirklich wunderschön. Oh, Hallöchen, wer sind Sie denn? Hast du irgendwas zu verbergen? Ich töte dich! Ach, man kann sie ja offenbar gar nicht töten. Das ging ja in Super Mario World ja auch nicht. Okay. Töten wir diese Pflanze. Okay. Wow, der Boden verschwindet. Damit habe ich nicht gerechnet. Ehrlich. Da dreht sich was, aber ich versuch's einfach mal. Ich mag die Stimme von Mario. Ich glaube, Mario ist ja noch ein Kind, würde ich mal sagen. Aber ich finde, Mario schreit ein bisschen zu schrill. Ich glaube, er könnte einen besseren Synchronsprecher gebrauchen. Wie wäre es mit mir zum Beispiel? It's me, Mario! Spaghetti-Ku! Yahoo! Nicht? Och, ihr seid langweilig. Wartet's nur ab! Ihr werdet schon sehen, dass ihr bald mich als Mario hören wird in dem fertigen Super Mario 64 Spielchen. Also, den Turm kann man nicht zerstören, das ist schade. Dann schauen wir doch mal, was es da oben auf dem Turm gibt. Autsch. Ey! Was soll das?
So. Ist da oben ein Endgegner? Nö. Da ist nur wieder so ein Stern. Wofür brauchen wir die denn? Ich hab keine Ahnung. Da waren wir doch gerade drin, oder? Was mag hier drin sein? Ach, da waren wir gerade. Okay. Dann schauen wir doch mal... Ach, da ist eine 4 drauf. Vielleicht brauche ich ja 4 Sterne oder so. Oder auch nicht. Ein Wasserlevel. Okay. Oh, ein Wasserlevel. Ich hoffe, die sind nicht so schlimm wie in Super Mario World. Dann sehen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Echt schön. Wunderschön. Lol, unter Wasser klingen die Münzen ja anders. Was ist das? Das schwimme ich besser mal nicht dagegen. Okay. Eine sehr schöne Melodie. Eine wirklich sehr schöne Melodie. Okay. Was sind das für komische Teile? Kann man durch sie durchschwimmen? Können wir doch mal ausprobieren. Ein Geräusch zu hören, aber macht es überhaupt einen Sinn, durch die Ringe zu schwimmen? Ich weiß es nicht. Was ist das da oben eigentlich? Dann gehen wir doch mal auf dieses Teil drauf. Okay. Mario, Sir. Springen Sie bitte auf dieses U-Boot, wenn ich so nennen darf. Okay. 1, 2, 3. Wow. Mario beherrscht offenbar eine spezielle Sprungtechnik. Die nenne ich einfach mal einen Dreifachsprung. Aber auf Schriefebenen scheint dieser Trick nicht zu funktionieren. Ja, unser dritter Stern. Wo bin ich hier gelandet? 30 Sterne da durchzugehen? Hey, wieso? Ich glaube, ich muss das Spiel zurücksetzen. Mario. Jawohl. Hallo. Und nochmal. Denn ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Denn die Grafiken sahen auf einmal so verbuggt aus. Und ich möchte bitte richtige Grafiken haben und nicht irgend so ein verbuggtes Spiel. Was befindet sich hinter dieser Tür? Oh, sieht nach Feuer aus. Feuerbubbeland. Also Feuerblubberland. Oh, hi. Was bist du für ein Wesen? Sieht irgendwie gruselig aus. Boah, Mario, schrei nicht so. Boah. Okay. Oh, interessant. Wir können also unsere Leben mit Münzen aufladen. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Und wieso sind da so Zahlen über die Münzen erschienen? Muss ich die etwa alle einsammeln? So. Nein! Okay. Noch ein Sternchen. So, dann sehen wir uns noch ein bisschen diesen Level an. Was ist das? Was habe ich da gerade eingesammelt? Ein Mini-Stern. Ich glaube, ich bekomme Versuche dadurch. Oh, kann ich den runterschmeißen? Wow. Wunderschön. Sieht wirklich interessant aus. Dann will ich mir doch diesen Stern holen. Falls so schön ist. Okay. Zurück im Schloss. Und ich will mal schauen, was jetzt. Ach, da war ich doch schon drin. Und was ist hier? Da ist ja gar nichts. Okay.
Sehen wir uns doch mal da oben um. Da ist doch eine Tür zum Durchschreiten. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Raum? Hier scheint nichts drin zu sein, aber das Spiel ist ja schließlich auch unfertig. Wir müssen noch bis frühestens 1997 warten. Und was war das eben? Okay. Wow, eine Affenrutsche. Werden wir hier ein paar Äffchen begegnen? Okay. Oh, so viele schöne Formen. Okay. Das sieht ja ganz interessant aus. Ich liebe Rutschen. Hui! Was wollen mir die Pfeile sagen? Soll ich da etwa nach rechts rutschen? Oh, oh. No! Verdammt! It's me, Mario! LOL! Hallo! Okidoki! Hey! Mir wurde ein Stern weggenommen, als ich das Spiel aufgrund von Grafikbugs wieder zurücksetzen musste. Was soll denn das? Ich wollte doch nur die Affenrutsche machen. Okay. Was erwartet uns Ende der Rutsche? Eine Belohnung vielleicht? Ich habe ja eben herausgefunden, dass ich offenbar nach rechts rutschen muss und nicht nach links. Da ist so eine komische braune Plattform. LOL, nicht schon wieder! Ja, ich muss zurücksetzen, weil die Beta-Version noch nicht voll funktionsfähig ist. Freut ihr euch auch schon auf die Ultra 64-Konsole? Schreibt's einfach in die Kommentare unten rein. Frühestens 1996 ist es soweit. Das Spiel kommt, glaube ich, sogar zum Release der Konsole raus. Also, ich werde es mir definitiv Day One kaufen. Aber dafür möchte ich erstmal diese Affenrutsche schaffen. Denn wenn wir das geschafft haben, dann haben wir mal den kompletten... die komplette Beta-Version des kommenden Spiels durchgeschaut. Wow. Hui! Das macht Spaß. Hui! Wenn ihr das doch auch noch spielen könntet, aber leider hatte nur ich das Privileg, die Beta-Version von dem kommenden Meisterwerk zu testen. Wir haben das Ende erreicht. Und damit haben wir jetzt wohl die ganze Beta-Version durchgeschaut. Schon wieder die Grafikfehler. Aber egal. Wenn ihr euch auf Super Mario 64 freut, dass frühestens 1996 rauskommt, dann like dieses Video und gebt ein Abo und teilt mit euren Freunden in diesem Sinne. Ciao, bis 1996.